Hallo zu einem neuen Video. Heute war ein kleiner ESN-Haul geplant, aber wir verknüpfen diesen Haul, also Haul, man sieht gleich warum, mit bisschen noch der Ausführung von meinen nächsten Zielen für die nächste Körperanalyse. Aber erstmal kommt jetzt die Erklärung, warum ich Haul gesagt habe. Cassie hat bei ESN bestellt, weil My Nutrition hat halt ständig das More Clear ausverkauft, was er haben wollte. Dann hat sie bei ESN bestellt und dachte, oh, da kann sie ja einen Haul machen. Wir haben beim ESN Haul Isoclear im Geschmack Red Apple Lime. Wir haben Isoclear im Geschmack Himbeer. Und wer hätte es gedacht? Isoclear im Geschmack Lemon Ice Tea. Das ist alles, was ich bei ESN bestellt habe, weil ich keinen Moklir mehr hatte und weil ich morgens einfach momentan immer so mein Proteinshake mit Kreatin trinke und im Sommer schmeckt mir halt das Proteinpulver nicht mehr ganz so, also das vegane, normale Proteinpulver. Und deshalb trinke ich dann immer Isoclear und gerade schneidet die Sportleggings ein, weil ich drehe das Video gerade direkt nach dem Gym. Gott. Schon mal, solange es noch hell ist. Und ich habe mir nur ein T-Shirt drüber gezogen. Genau. Auf jeden Fall dachte ich, ich hätte irgendwie noch irgendwas anderes bestellt. Ich weiß nicht warum. Ich habe das erst vor 3 Tagen bestellt. Die sind halt sau schnell mit dem Versand. Aber ja, ich habe auf jeden Fall über 2 Kilo Isoclear wieder. Und das hilft mir halt echt gut, meine Proteine zu decken, weil ich halt ja so 140, 150 Gramm Protein am Tag versuche zu mir zu nehmen. Am Wochenende ist immer weniger, das sind es nur so 130 im Schnitt, weil ich halt am Wochenende da tatsächlich weniger drauf achte, weil ich einfach ganz entspannt mit meinem Freund kochen will oder jetzt halt Wiesenfest-Saison. Auf dem Wiesenfest kriege ich nicht so viel vegetarisches Protein rein. Vegetarisch, vegan, weil Laktoseintoleranz. Und ich verstehe nicht, warum ich Isoclear und Moclear vertrage. Weil da ist das, ich sage jetzt einmal, das für mich Böse drinne, aber stehen das? Ah da. Ja, da ist eigentlich Molkenproteinisolat drinne, was ich nicht vertrage. Aber da vertrage ich es. Ich verstehe es nicht. Ob da noch irgendwas anderes von dem Zeug, was drinne ist, von dem nicht sonderlich viel Zeug, die Laktose irgendwie ausschaltet. I don't know. Ich finde es nice, dass ich es trinken kann. Von der Unverträglichkeit her. Für Veganer ist natürlich nichts. Aber der ein oder andere Laktoseintolerante kann es mal probieren. Vielleicht ist es bei anderen auch so, wie bei mir. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr nice. Und ja, ich versuche ja so 140, 150 Gramm Protein immer zu mir zu nehmen, weil das einfach auch sehr gut sättigt und für die Muggis auch nicht verkehrt ist. Und ja, jetzt kommen wir zu meinem nächsten Ziel. Ich bin so ein Mensch, ich muss es immer irgendwie mal erzählt haben, dass ich, also wenn es ein größeres Ziel ist, was es jetzt halt für mich persönlich ist, muss ich es immer irgendwie mal erzählt haben. Und weil da ich eh YouTube-Videos angefangen habe zu machen. Hi! Und zwar, ich habe ja im März eine Analyse gemacht und dann jetzt hat vor kurzem Ende Juni. Im März war ich noch bei 29% Körperfett, im Juni waren es jetzt 27,1. Ist schon mal sehr, sehr gut. Mein Ziel fürs nächste Vierteljahr sind dann die 26%, weil ich will bis zur FIBO, die ist in 10 Monaten. Ich bin so ein Mensch, der das direkt ausgerechnet hat im Kopf. Ich bin mies in Mathe, aber das kann ich. Will ich 25% haben. Das ist so das Ziel bis zur FIBO 25%. Drunter, das ist nice. So 23% sind so das richtige Ziel an Körperfett. Aber so 25% bis April 2024 wären mehr als nice. Deswegen versuche ich jetzt als erstes 26% zu schaffen. Oder halt 26,1. Aber das Problem ist immer, wenn du dich schon gesund ernährst, wenn du schon regelmäßig Sport machst, wenn du Alltagsbewegung hast, wenn du versuchst genug zu schlafen, was bei mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in den letzten Wochen,
Was soll es da noch ändern? Wenn du weniger Zucker zu dir nimmst, wenn du auf deine Proteine achtest, wenn du bei den Kohlenhydraten nicht ganz so über die Stränge schlägst wie früher, wenn du eigentlich schon alles so ziemlich perfekt machst, was kannst du dann noch machen? Nur eine Sache, und das ist dranbleiben. Und das ist so ein Ding, was ein bisschen leicht ernüchternd immer sein könnte. Vor allem, wenn du das halt selber kennst, du machst schon seit Jahren Sport, versuchst alles perfekt zu machen. Und dann siehst du bei einem Gym-Anfänger so, ständig hat er irgendeinen anderen Erfolg. Und bei dem läuft's und du denkst dir selber so, es geht nichts voran. Es geht gerade überhaupt nichts voran. Kraftmäßig geht es nicht voran. Wenn du Muskeln aufbauen willst, geht es gerade nicht voran. Wenn du abnehmen willst, es geht gerade nicht voran, beziehungsweise runter. Es geht nicht weiter. Und es ist so eine Phase, immer dieses Plateau, das ist dermaßen nervig und ernüchternd. Ich kenne das selber, leider viel zu gut. Und da ist es wirklich so, dranbleiben. Das ist das Einzige, was du wirklich machen kannst. Dranbleiben. Bei deiner Ernährung, bei deinem Trainingsplan, bei allem. Und ich bin mal gespannt, wie es in 3 Monaten aussieht. Ich denke, muskelmassemäßig weiß ich nicht, wie viel es dann ist. Ich will halt so, wie es jetzt halt ist, finde ich es eigentlich ganz gut von den Muskeln. Halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Ärmchen, weil da ist noch nicht so viel. Man denkt so, jetzt kommt das Lieberbild, aber da ist nicht sonderlich viel. Es ist halt da noch das Körperfett und das ist halt auch nicht sonderlich viel. Weil bei mir halt ist, ja, die Muskeln in Oberkörper und Rumpf sind nicht ganz so gut ausgeprägt, beziehungsweise noch nicht ganz so gut vorhanden. Da arbeite ich aber momentan dran, weil ich mache ja 2 Tage die Woche im Oberkörper als Push-Pull und ein Leg Day und ein Cardio Day. Genau. Und da bin ich mal gespannt, wie es in 3 Monaten aussieht. Einerseits optisch, andererseits halt wirklich von der Analyse her. Ich kann echt jedem nur empfehlen, so eine Body-Analyse, also so eine In-Body-Messung mal zu machen, weil es unfassbar cool ist. Also ich finde es einfach cool. Und wenn du es halt in einem Fitnessstudio machst, wo die Leute sich auch auskennen, zum Beispiel die in meinem Gym jetzt hat, ich habe die jedes Ding gefragt und die konnte mir zu allem was sagen, was halt echt sehr, sehr cool ist. Und sie ist auch ein bisschen stolz auf mich. Und ja, Ziel sind jetzt bis September, bis Ende September, 26%. Yes. 26% Körperfett. Gerade kam die Meldung auf meinem Handy, dass mein Akku langsam leer wird. Das ist jetzt das Zeichen, dass das Video auch schon lang genug ist. Ich bin doch wieder abgeschweift. Wer hätte es gedacht? Aber auf jeden Fall, ESN-Haul, sehr mitkriegt, dreimal ISOCLEAR. Und dranbleiben beim Training, bei der Ernährung, bei den Routinen, bei allem. Weiter aufs Protein achten. Und dann sehen wir uns hoffentlich mit 1% weniger im September. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Analyse. Genau, das war's mit dem Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir mal in die Kommentare, was so dein Lieblingsgeschmack bei MoreClear bzw. ISOCLEAR ist oder was so dein Traumgeschmack wäre. Ist auch immer ganz nice. Weil so manche Geschmäcker, denkt man im ersten Moment, wären bestimmt cool. Zum Beispiel Erdbeer. Stelle ich mir im ersten Moment cool vor. Andererseits denke ich mir, wäre sehr schwer, das nicht zu künstlich zu machen. Bei Red Apple finde ich halt mega nice. Es gibt auch Green Apple bei ESN. Das ist mir ein bisschen zu säuerlich. Das erinnert mich immer an die Apfelringe. Also die Gummibärchen-Apfelringe. Aber ja, schreib mir gerne mal deine Lieblingssäure in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Kannst mich gerne abonnieren, würde mich freuen. Und ja, ciao.